Welche 10 Alben haben sich auf Schallplatte am meisten verkauft? Finden wir es gemeinsam raus. Benvenuti und willkommen auf unserem Top 10 meistverkauften Vinyl-Schallplatten aller Zeiten. In diesem Video finden wir zusammen heraus, welche 10 Platten gefühlt in jeder Sammlung drinstecken. Eins kann ich euch schon sagen, es ist Gemisch von Rock bis Pop, alles dabei. Es sind Platten, die eine ganze Musikära geprägt haben. Doch bevor es losgeht, noch eine Bitte in eigener Sache. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr auf dem Video ein Like gebt, falls es euch gefallen hat. Aber nun geht's richtig los. Platz Nummer 10. Abbey Road von den Beatles aus dem Jahr 1969. Es ist einer der ikonischsten Alben von den Beatles. Alleine dieses Albumcover ist legendär und kennt jedes Kind. Deswegen hat es sich auf Schallplatte 30 Millionen Mal verkauft. Auf Platz Nummer 9. Led Zeppelin, das vierte Album aus dem Jahre 1971. Diese Schallplatte hat sich ganze 37 Millionen Mal verkauft. Auf der Platte sind einige der bekanntesten Rockhymnen aller Zeiten. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass dieses Album bis heute als ein Klassiker des Hardrocks gilt. Auf Platz Nummer 1 ist Saturday Night Fever von den Bee Gees aus dem Jahr 1977. Diese Platte läutete den Beginn der Disco-Ära in den 70ern ein. Sprich, die Lieder von dieser Platte liefen gefühlt in jeder Disco auf und ab. Also nicht umsonst verkauft es sich 40 Millionen Mal. Platz Nummer 7. Rumors, Fleetwood Mac, 1977 erschienen. Mit ebenfalls 40 Millionen verkauften Stückzahlen war es ein Riesenerfolg. Auch heute ist diese Platte noch sehr beliebt bei vielen Leuten. Die Besonderheit an diesem Album waren die Lyrics, denn die waren einzigartig. Platz Nummer 6, einer meiner Favoriten, Hotel California von den Eagles von 76. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Das gleichnamige Lied von dem Album ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingslieder. Und seien wir mal ehrlich, dieses Gitarrensolo von dem Song findet doch jeder bis heute noch geil. 42 Millionen Mal hat sich das Album verkauft. Die Top 5. Bat Out of Hell von Meatloaf von 77. Ich muss ehrlich zugeben, meine Musikrichtung ist es nicht. Aber es hat sich 43 Millionen Mal verkauft. Also bin ich einer der wenigen, der diese Meinung vertritt. Somit findet sich diese Vinyl anscheinend auch in fast jeder Plattensammlung. Und Platz Nummer 4, ein alter Bekannter, die Eagles wieder with the Greatest Hits von 71. Diese Platte ist einer der erfolgreichsten Greatest Hits Zusammenstellungen aller Zeiten. Es hat sich 45 Millionen Mal verkauft. Take It Easy und Lion Eyes sind unter anderem Gründe für. Top 3, Pink Floyd mit The Dark Side of the Moon von 73. Racing around. In dem Zeitalter war dieses Album eine Innovation auf dem Musikmarkt. Allein das Albumcover habe ich schon gefühlt 100.000 Mal gesehen. Von daher nicht verwunderlich, dass es sich 45 Millionen Mal verkauft. Platz 2. Back in Black von AC/DC aus 1980. Was hat AC/DC da nur gemacht? Es ist ein absoluter Klassiker unter den Rockalben. Allein auf Schallplatte hat es sich 50 Millionen Mal verkauft und damit ist es einer der Bestseller des Rockgenres. Der erste Platz, Thriller von Michael Jackson aus dem Jahr 1982. Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? 66 Millionen Mal wurde es verkauft. Das ist eins der krassesten Alben, die jemals erstellt wurden. Michael Jackson revolutionierte mit diesem Album einfach alles. Von Musikvideos, von Bühnenpräsenz, der Sound, das war einmalig und einzigartig. Und das waren sie, die Top 10 der meistverkauften Schallplattenalben. Na, ich betone noch einmal, es geht nicht um Musikalben allgemein, sondern explizit auf Schallplatte. Klar dominieren die Zeiten der 70er, 80er Jahre da am meisten, da zu der Zeit die Platte das Musikmedium Nummer 1 war.
Und jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir in den Kommentaren, welches dieser Platten in jede Plattensammlung gehört und welches Album euer absoluter Favorit ist. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!